Der Sommer im Nürnberger Stadionbad ähnelt dem der meisten Freibäder in Deutschland und Europa. Aber an diesem einzigen Tag im Jahr, heuer schon zum 10. Mal, erwacht dieses Bad in Franken, ganz oben in Bayern, zu einem gänzlich unerwarteten Leben. Da, wo sich sonst die Badegäste sonnen, parken plötzlich alte Autos, oft große amerikanische und sogar Boote, auch sie ein echter Hingucker. Die diesjährige Vintage Pool Party hat im Zeichen der sogenannten guten alten Zeit Besitz vom städtischen Schwimmbad ergriffen. Diese Epoche haben die meisten der Anwesenden zwar gar nicht gekannt, aber bei der Poolparty kann man sie in gewisser Weise völlig problemlos nacherleben. Vor 10 Jahren und mit nur wenigen Autos wurde diese verrückte Idee von einigen Fans amerikanischer Straßenkreuzer zum ersten Mal in die Realität umgesetzt. Seitdem hat sich dieses tolle Projekt mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Nürnberg zur größten Oldschool-Poolparty entwickelt, die heute weit und breit existiert. Endlich ist die Zeit wieder gekommen, am Beckenrand kluge Benzingespräche über die eigenen Autos zu führen. Wie viel verbraucht denn eigentlich deiner? Dankeschön! Dankeschön! Ja, herzlich willkommen auf der Vintage Pool Party 2022! Viele Altblech-Enthusiasten in ganz Deutschland warten jedes Jahr ungeduldig auf die Durchführung der Nürnberger Vintage Pool Party. Die 2022er Ausgabe ist zudem ein 10-Jahres-Jubiläums-Event der Extraklasse. Man kann endlich das geliebte metallene Schätzchen stilgerecht ausführen und der gleichgesinnten Konkurrenz präsentieren. Ganz im Beisein von Freunden oder der Familie, alle haben zwischen Wasser und Technik ihren Spaß. Hawaii-Hemden werden gebügelt, geblümte oder gepunktete Petticoat-Kleider nach zweijähriger
Zwangspause wieder anprobiert und, weil sie oft nicht mehr richtig passen, dann auch neu gekauft. Alles muss perfekt glänzen. Notfalls kann man auch nachpolieren. Das macht aber richtig durstig. Der persönliche Look ist oft sehr wichtig. Die Frisur muss sitzen und die Schuhe sollten schon etwas geländegängig sein. Man kann schauen oder sich anschauen lassen, entspannt Picknick machen oder sich vielleicht lieber beim Boogie und Rock'n'Roll die Seele aus dem Leib tanzen. Auch die Vintage Pool Party 2022 stellt für alle die Bühne dar. Sämtliche dieser Veranstaltungen zeichnen sich immer durch eine ganz besondere Atmosphäre aus. Dankeschön am Dance Station.
Wer es lieber ruhiger mag, kann auf traditionelle Bewirtung zurückgreifen oder sich auch für die nächste Poolparty passend einkleiden. Nicht nur die Autos hier sind Vintage. Auch die sogenannte gute alte Zeit kommt erfreulicherweise irgendwie stark zum Zuge. Denn die Party ist alles andere als vegan zum Beispiel. Es gibt überall sehr viel Fleischiges und, Überraschung, es wird auch nirgends gegendert. Von der CO2-Bilanz der ausgestellten Autos reden wir lieber gar nicht. Man berichtet bereits von einer Person, die sich genau dagegen aus Protest auf dem Rasen festgeklebt hat. Alle, die nichts bekommen, nicht traurig sein. Es sind alles ganz, ganz tolle Autos auf dem Platz. Die, die nichts bekommen, können an den nächsten 400 Poolpartys teilnehmen. Da klappt es dann ganz bestimmt. Also, der zweite Platz geht an ein französisches Automobil, einen Peugeot von 1939. Das Fahrzeug steht oben am Pool. Ist wunderschön und selten. Herzlichen Glückwunsch! Ein 1957er DeSoto Firedome, blau, Kennzeichen SC für South Carolina oder Schwabach, VG57H. Eine Fahrerin. Sehr cool, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Am Ende dieses wunderschönen und sehr erfolgreichen Tages lässt man sich das Erlebte noch einmal durch den Kopf gehen. Ist diese Veranstaltung doch vielleicht etwas aus der Zeit gefallen? Hat sie denn überhaupt noch ihre Daseinsberechtigung? Ein ganz klares Ja, weil es gegen den medialen Mainstream geht, weil man unbeeindruckt ist von dem, was heute angeblich so schrecklich in zu sein scheint, weil man an dieser einzigartigen Idee weiterstrickt. Eine Idee, die in unserer Vergangenheit verwurzelt ist, die wichtig ist und die uns richtig gut tut. Jedenfalls zeigen das die Bilder von heute ganz deutlich. Man braucht einfach nur die Augen zu öffnen. So viele freundlich und zufrieden lächelnde Gesichter wie heute hat man schon lange nicht mehr gesehen. Dann wäre eigentlich nur noch eines zu sagen, möge der Wettergott auch weiterhin im nächsten Jahr den Oldtimern gnädig sein und mögen virale Spielverderber die Finger von ihren Besitzern lassen.